Wechsel wieder auf Empfang und da kann man nochmal meine fantastische letzte Runde sich hier auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Eigenlob stinkt, aber wann passiert sowas schon mal, vor allem mit den Infanteristen? Muss ich mich aber auch bei den unzähligen Sanitätern hier bedanken, die das möglich gemacht. Ich hab doch den Beschissenen, siehst du, es gibt hier einen Panzer und wie schön wäre das gewesen, wenn den jetzt erwischt, ey. Kacke. Aber im Laufe dieser Runde kriegen wir das schon noch gebacken. Habt ihr noch einen Platz frei, Jungs? Tatsache, ne? Das hat ja einen richtigen Al Capone-Style hier. In oldschooligen Autos fehlt nur noch die passende Tommy-Gun und so. Und die Optik, Alter, in der altdeutschen Straße selbst. Ja, wobei, das sind ja immer noch die Franzosen relativ, ne? Fantastisch, Alter, ne? Der Hinsicht auch Battlefield und die Frostbite Engine nur ein wenig an der Tageszeit drehen müssen und den Winkel des Sonneneinfalls oder was auch immer hier dann die Hauptquelle dessen ist, ist das Licht am Geben, verändern und du hast schon solch optische Unterschiede dabei, die mir auf der Zunge zergehen, ne? Muss ich ganz klar sagen. Das haben wir jetzt auch sofort am Start. Ich würde hier so gerne die Stadt mit dem Panzer auseinandernehmen, aber wird schon noch kommen. Dafür werden wir eine andere Sekunde mal ein bisschen chillen müssen. Und mir folgt auch keinerlei Infanterievolk hier gerade, ne? Ich bin hier relativ auf meiner einsamen Mission unterwegs. Läuft aber noch ganz gut, Sollte man auch nie etwas überstürzen bei Battlefield, auch wenn die Laufwege dazu immer mal einladen, ein Berserker durch die Straßen zu rennen. Aber Vorsicht heißt die Mutter der Porzellanküche. Und ich frag mich, wo der kleine scheißige Sanitäter jetzt auf einmal hin ist. Da ist er. Gehen kurz mal hier rein. Chillen uns in die Ecke. Und warten mal, ob da irgendjemand was von mitgekriegt hat. Also von unserem kleinen Attentat. Und hier hinter der Tür chillt sich doch eigentlich ganz gut. Genau, kommt an den Start, Jungs. Irgendwo läuft noch ein Gegner rum. Da vorne hatten wir ihn gerade. Ich glaube, der Typ hat ihn gerade zerfickt, relativ. Sieht ganz gut aus. Hat sich auch schon das Morphin unter den Arsch geworfen. Fantastisch hier, die Lichtstrahler. Was bist du denn am Start, mein Süßer? Du bist mit einem Artilleriewagen unterwegs. Unfassbar verschwendet, wie ich finde, das Ding. Und wir haben Level 51 erreicht. Dafür eine Verbeugung von mir. Was irgendwie strange ist. Ist ja mein... Wo kommst du denn raus? Hammer, gehört da noch irgendwas zu dir? Soll ich hier nochmal besser reinschauen? Scheint alles koscher zu sein. Was, Sackgasse? Den haben wir am Start. Da wollte der wahrscheinlich auch hin. Ist ganz schön duster hier, ne? Meine Fresse. Aber läuft. Ich glaube, wir wenden uns jetzt mal B hier zu. Und er hat sich mit dem beschissenen Jeep hier eingeparkt. Das ist gut. Das ist gut, ey. Also läuft richtig bei ihm. Was war das denn? Wirst du verfolgt oder so? Nee. Was ist denn hier los? Mach doch die Tür auf, ey. Werden da Frauen hintergeschlagen? Müssen wir hier helfen? Warte mal, der gehört mir. Kurz hier rein. Ich habe gesagt, kurz hier rein. Dankeschön. Wie, wo, was? Wo kam der denn jetzt bitte her, ey? 18, 19, 20, der Sanitäter, der ist weg. Und der hat da einfach in der Ecke gechillt, ne? So ein Scheiß. Deswegen lag der Typ da auch tot um die Ecke. Da gibt eine Logik. Vielleicht, dass wir das Glück haben. Der Panzer selbst ist unterwegs, weiß ich nicht genau. Das ist schon mal scheiße, ey. So eine Konstellation ist immer scheiße. Da fährt irgendwas rum, das ist aber, glaube ich, nur ein Jeep. Den Artilleriewagen haben sie sicher schon gesprengt. Und so können wir uns einen fantastischen Blick aus der Vogelperspektive gönnen. Auf
Die neue Karte spielen vielleicht sogar in Paris at itself, wobei ich nicht glaube, dass die Deutschen es damals so weit geschafft haben. Könnte auch Marseille sein, ja. Ist ein bisschen nördlicher gelegen. Könnte aber auch echt eine Menge Scheiße reden, weil ich geografisch manchmal ein ganz schöner Vollpfosten bin. Aber so ein bisschen glaube ich, hoppe ich da schon was in Kopf, also in der Hinsicht zumindest, ja. Aber alles cool. Ich könnte jetzt echt mal einen Panzer gebrauchen. Wenn wir da genauer hinschauen, weiß ich nicht genau, ob das ein Formel-1-Wagen ist und Michael Schumacher wieder auferstanden und hier in den Ersten Weltkrieg gebeamt, um 20 Jahre später Hitler zu töten. Ja, er hat gedacht, wenn er schon zurückreist, dann kann er auch noch hier ein paar mitnehmen. Aber gut. Ende vom Lied ist, ich hätte gerne einen Panzer. Und wir langweilen uns. Ich weiß, oh mein Gott, was ist da denn in die Luft gegangen? Habt ihr das gesehen? Krasser Scheiß. Aber gut. Ich weiß nicht so genau. Mittlerweile auch dieses kleine Vehikel in den Arsch gegangen. Dementsprechend müssten wir hier jeden Augenblick Panzer gesegnet werden. Oder zumindest an dem Punkt sein, wo er gleich spawnen wird. Und es wird sich auszahlen, weil wir wahrscheinlich mit diesem dann bis ans Ende der Runde unseren wohlverdienten Sieg rollen werden. Und das sieht immer noch sehr gut aus. Ich habe meine Augen fixiert auf dieses kleine, beschissene Panzersymbol. Ihr könnt euch da ein wenig mehr Abwechslung gönnen, aber es sind Millisekunden, die stellenweise dort entscheidend sind. Weil ja mittlerweile einige an Geier unterwegs, die genauso gierig auf ihren Panzer sind. Aber ich muss zwischenzeitlich auch einfach über die Karte rüberfahren mit den Augen. Das geht dann so, okay, da habe ich nichts gesehen. Und nochmal, um kurz nochmal abzuchecken, ob hier wirklich nirgendwo noch irgendeine Art Fahrzeug von uns am Rumgurken ist. Das tut es aber wahrlich nicht. Und dementsprechend müsste jetzt jeden Augenblick ein Panzerspawn kommen. Schon nicht die Konzentration verlieren. Dann fange ich immer an mit den Zweifeln und eine Sekunde später ist das Ding dann am Start. Ich bin einen Moment wieder abgelenkt von meinem eigenen Wahn. Der Panzer ist weg, aber wir wollen Panzer fahren. Mittlerweile kann ich ja auch hier ruhigen Gewissens auf das Miststück warten und keiner kann mir vorwerfen, dass ich ja nur mit Panzer meine Killrates mache, weil ich eine 17-0 Infanterierunde gerissen habe, was ich noch nie in meinem Leben gerissen habe. Von daher sollte ich einfach mal voll die Fresse halten. Ist aber auch gut. Dieses Bumm. Es ist schön, hör auf, mich mit irgendeinem Scheiß abzulenken. Ich muss gerade gucken, wie das wieder reagiert, Alter. Das ist eine beschissene Flaggenkonstellation. Ich sehe da immer noch nichts Fahrzeugmäßiges. Also kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass der beschissene Panzer frei sein müsste. Come on, Baby. Ich bin aber immer noch verwirrt am nach links gucken. Doch sehe ich da keinerlei Fahrzeug durch die Straßen schießen. Also komm, Konzentration, ja. Ich glaube, in der Hinsicht auch einfach einen Break machen werde. Wir sind auch noch so früh im Match, Alter, wenn ich das richtig anstelle. Begrüße ich euch gleich mit meinem Panzer zum neuen Part. Wir haben Einsatzziel und starte hier die nächste halbe Stunde durch die Straßen und wir können eine ganze Stadt niederbomben. Das ist doch voll geil. Nicht nur der Background dessen, dass einfach ein ganz schöner Schweinehund mit dem Panzer selbst bin und ganze Teams zur Hölle schickt damit, ist es einfach auch ein Heidenspaß, sich durch die Landschaft hier zu sprengen und Einsatzziel A erobert, das ist schön. Ändert aber nichts daran, dass wir keinen Panzer kriegen, ihr Kackvögel. Der muss doch jetzt jeden Augenblick kommen, nicht die Konzentration verlieren, Alter. Mittlerweile 2 Minuten, ey. Ich habe jetzt auch da unten so einen Timer anhand des Streaming-Balkens, dem ich auch sehe, wie lange ich euch jetzt schon hier zu Tode langweile. Mit dem Spawn-Bildschirm. Aber ich kann nicht anders und es wird uns allen hier bezahlt. Einem fantastischen Ritt durch die Straßen Marseilles hier. Priester Tahur. Keine Ahnung. Boom, da ist irgendwas Fettes gerade eingeschlagen. In der Mitte der Karte. A bomb. In the middle of the map. Come on. Gib mir jetzt einen blöden Tank.
Gibt's doch nicht. Fick dich in dein Knie. Einsatz Ziel D verloren. Das ist schlecht. Also ich habe Zeit. Ich hoffe ich auch ein wenig, aber fick dich, Spiel. Fick dich, Dice. Es kotzt mich auch tierisch an, dass das so stellenweise völlig uneinsehbar ist, was da irgendwie der Rhythmus bringt. Das Ende vom Lied ist, ist das jetzt schon wieder so eine Karte, wo man einmalig einen Panzer am Start und wenn der in den Arsch kommt, der nie wieder, etc. pp. Ist doch voll der Schwachsinn hier. Während ich quatsche, wird er gleich spawnen. Der braucht schon immer ein bisschen länger. Vielleicht braucht er auch eine gewisse Anzahl von Tickets. Wobei wir die echt heftig hier am Einnehmen sind. Und es auf jeden Fall länger dauert als bei anderen beschissenen Eroberungskarten. Kurzer Test. Bei solchen Tests meistens der Panzer kommt. Mich zur Hölle schickt. Ey, jetzt fick dich doch ins Kniespiel, mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß auch nicht, ob vielleicht nicht mal mit den Schweren da durchfahren und die ganze Warterei umsonst ist. Oder gleich mit so einem Artillerieschrott abgestrahlt. Aber come on, was denn los, ey? Fährt da vielleicht doch noch was durch die Gegend? Ich sehe da einen Typen am Geschütz sitzen, glaube ich. Und wir haben Truppenboost sogar, Mann. Komm schon, Baby, wir sind gleich auf der Hälfte der beschissenen Tickets. Ich kriegt man ja auch nur in dieser Karte alle 500 Tickets im Panzer. Da lernt man ja auch nie aus, muss man sagen. Ne? Wir könnten uns vielleicht gleich auch mal eine Operation gönnen. Da ist das sehr viel einsichtiger, wie die Panzer am Spawn sind. Und zwar mit jedem Ruck nach vorn. Deswegen finde ich das ein wenig asozial. Ey, ohne Scheiß, hier wird nie wieder ein Panzer kommen. Seit 5 Minuten jetzt, ey. Bei 7 Minuten. Verfickte Scheiße. Haben wir hier den Einstieg gemacht. Fick dich, Wichser. Fick dich, Wichser. Rück ihn jetzt raus. Rück ihn jetzt raus. Rück ihn jetzt raus. Spiel. Dummes kleines Mistspiel. Komm schon. Ja, ja, ja. Und wir heißen euch willkommen zu einem neuen Battlefield Let's Play. In den tiefsten Tiefen Frankreichs. Vielleicht irgendwo hier in Marseille am Rumgurken. Auf jeden Fall großstadttechnisch im Ersten Weltkrieg unterwegs. Und Papa hat endlich seinen Panzer und kann die Stadt zerbomben. Ja, habt ihr das gesehen, wie da das Stück Stein aus dem Häuschen rausgebröckelt ist? Ich liebe das. Wobei ich jetzt aber auch in der ganzen Euphorie nicht vergessen sollte, dass es gehässige kleine Gegner-Wichser gibt, die auch immer mal Minen und so einen Scheiß am Legen sind. Und ich frage mich, achso, ob ich nur noch so wenig Schuss habe. Es liegt daran, dass ich hier schon wieder die Stadt am Zerbomben war, ne? Und ich sag doch, dass sich das lohnt. Wir ziehen uns kurz mal zurück, Müssen nachladen, also da können wir ja nicht viel machen. Oh, da kommt auch irgendwas, Dickpanzerigeres. Oh, das ist ja schnuckelig, mein Süßer. Okay, okay. Beruhigen wir uns alle mal. Ich hau mal gerade auch die Reparatur hier rein. Den haben wir zerfickt und ich drehe den jetzt vielleicht mal den Arsch zu. Chill mich hier in die Ecke. Reparieren uns vielleicht auch ein bisschen. Und da kommt der Panzer direkt hinterher, die Mistsau. Ich beschädige das Teil nicht, ne? Ich muss mal gerade den Rückwärtsrang reindrücken. Das gefällt mir ja gar nicht. Was ist das, Mann? Nimm mir doch das beschissene Einfamilienhaus aus dem Rücken, ey. Oh Gott, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Beruhigen wir uns alle ein wenig. Beruhigen wir uns alle ein wenig. Oh, scheiße, scheiße. Beruhig dich, Mann. Du Missgeburt. Was ist denn das auch für eine schwule Drecksscheiße? Was ist das?
Kommt jetzt noch irgend so ein Spast hier um die Ecke mit seinem beschissenen Maschinengewehr, Alter. Leck mich am Arsch viel, ey. Ganz ehrlich, Mann. Was ist das für eine verfickte Scheiße, ey? So ein Rückwärtsspiegel-Dingsterbumster wäre auch mal richtig geil, Alter, ey. Einfach so wie bei GTA, rechten Stick reindrücken, Blick nach hinten. Oh, da ist ein zweistöckiges Einfamilienhaus. Auch wenn auf der Karte eine beschissene Straße eingezeichnet ist. Aber gut. Ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht sollte ich wieder eine halbe Stunde auf den Panzer warten. Relativ. Ich mache jetzt eine Infanterie-Session hier. Weil ich nicht glauben kann, dass das jetzt wieder so lange dauert. Aber guck mal, als wenn das Spiel gewusst hätte, dass ich darauf warte, ne? Diese Missgeburt, Alter. Komm, hört auf meinen Typen da zu schießen. Ich steig da jetzt mit ein. Wir gönnen uns mal ein wenig Action. Alles cool. Ich bin am Einnehmen, ne? Sehr schön. Hast du doch noch meine Granate geschmeckt, du Sau, du. Den Lümmel hast du gestanden. Ich sehe seinen Kopf nicht. Ist zu dunkel da drin, ne? Aber irgendwie klappt das schon, ne? So, das Ding haben wir auch eingenommen. Ganz fresh. Wie steht's denn? 500 noch was zu. Wir ficken euch in den Arsch. Geile Sache. Es geht weiter im Programm. Habe ich da gerade irgendwas drin kleuchen und fleuchen sehen? Nein, alles cool. Irgendwie hätte ich Bock, dass es mich jetzt umbringt, weil ich glaube, dass mein Panzer gerade wieder spawnt und irgendein Vollspaß damit losfährt, der keinen Plan hat, wie man damit umgeht. Sagt der, der nach 2 Minuten den Panzer zugrunde gerichtet hat. Na und? Aber weiter geht's. Ich liebe diese Rutschdynamik und Co. Sag mal, bist du Gegner? Leichen? Tot? Lebend? Nee, schade. Ich dachte, ich könnte in so Buggy-mäßig die Wand denn killen. Das ging früher bei Bad Company 2 war das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Mir gefällt das überhaupt nicht, wo ich hier gerade sitze. Also das finde ich nicht gut. Oh, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich wusste nicht, ob... ADS-Kinder. Okay, läuft. Haben wir eingenommen. Wir sind richtig gut, ne? Schon wieder fast zu gut. Hallo, der Herr. Da kann man nicht durch, ne? Nee. In the city. Sag mal, ist das ein Panzer oder dergleichen? Auf jeden Fall irgendwas... Metallisches, glaube ich. Wo kommst du denn weg? Oh, das hört sich nicht gesund an. Tatsache, das war ein dicker, fetter Panzer. Den wir hier gerade so mir nichts, hier nichts am Verfolgen sind. Scheißen wir auch mal drauf und marschieren bei A jetzt ein, genau. Läuft. Richtig gut. Lustigerweise kann ich am besten Battlefield spielen, wenn alleine bin, Weil ich mit meinen Jungs im Party und Co. bin, Alter, bin ich am Rumragen, erzählen, bla bla bla. Und die ganze Scheiße fährt eigentlich immer schwer zur Hölle. Außer wenn ich mit Toaster unterwegs bin. Ich habe gerade einen Erfolg, französischer Kriegsheld. Bringe im Spiel 30 Minuten als französischer Sanitäter, ja. Kein Problem, Freunde. Doch gerne. Ich glaube, 50 Jesus habe ich dafür gerade abgestaubt, frecherweise. Ich hab grad ein bisschen vercheckt. Ah, ja. Das war mehr Glück als Verstand. Aber mittlerweile funktionieren die Reflexe. Guck dir den mal an. Durch den Stacheldraht, du Missgeburt. Aber der hat Ausschau nochmal nach mich gehalten, ne? Du dummer Spast, ey. Du wusstest leider ein bisschen mehr bei deiner Position. Das war schon ziemlich dämlich. Alles gut, ey. Die Schüsse kommen doch hier von vorne. Ich irre. Dementsprechend müsste doch auch von hier vorne was kommen. Aber hier ist der Rand der Karte, was irgendwie ziemlich unlogisch ist. Ende vom Lied ist voll der Kack. Mein Panzer ist schon lange wieder gespawnt. Aber egal, wir sind ja infanterietechnisch mittlerweile voll die Hunde. Guck dir den mal an. Das war wohl nichts. Hast du einen Kollege vielleicht, der dich verfolgt hat? Nee, ne?
Ich bin doch nicht alt geworden. Ich war immer nur viel zu benebelt. Das ist das Ende vom Lied. Langsam wache ich aus meinem Tunnel auf. Zwar dem allgemeinen Tunnel, der schon seit Ewigkeiten herrscht. Kann spielen. Das C. Muss hier auch einfach mit so einer gewissen Gelassenheit rangehen. Die ganze Zeit so agrotechnisch durch die Weltgeschichte, Ray. Oh, du Hundesohn, du verfickter kleiner Drecksmistkind. Das ist zum Thema Ragen. Aber ja, fick dich ins Knie, ey. Ich hab sogar noch ganz schön gut in dich reingeballert, du Drecks. Alter, ich muss schnell spawnen, vielleicht ist der Panzer. Ah, komm schon, wenn ich den da jetzt sehe. Er ist da losgefahren, er ist gerade losgefahren, die Missgeburt. Hätte es mich eine Sekunde eher zerfickt, Alter. Drecks-Missgeburten-Abpackspiel, Alter. Aber hier braucht er ganz schön lange, bis er den wieder an den Start bringt. Interessant. Aber gut, scheint voll zu sein, das Mistding, ne? Egal, wir steigen hier bei ihm mal ein. Ich sage, wir steigen hier bei dir ein, du kleiner Scheißhaufen. Ich glaube, der hat den Panzer jetzt schon zugrunde gerichtet, der Spaß. Na, noch nicht ganz, ey. Ey, es ist so ein Rotz, ist das, Freunde. Egal, ich spawn jetzt hier im Arsch der Welt. GA einnehmen. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Okay, erstmal chillen eine Runde. Ich bin noch nicht im Einnahmegebiet, das ist interessant zu wissen. Boah, ich hab den an den Kopf geworfen, die Granate, Alter. Der ist richtig so zurück. So, boah, das hat wehgetan. Ey, du bist ja ein kleiner, flinker Scheißer, ne? Ganz widerlich, ganz widerlich. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rüber, während ich am Nachladen bin. Und eine ADL ist instant. Ey, der ist ja ausgestiegen, ne? Ich dachte gerade, ohne Scheiß, der hat mir jetzt einen Panzer hinterlassen, ne? Aber kann ich alles haben. Ja, punkttechnisch steht mir das Ganze auf jeden Fall besser, wenn ich die ganze Zeit auf meinen Panzer warte. Also auch im Allgemeinen, selbst wenn ich den irgendwie schnell genug kriege. Ich bin ja so fleißig am rumjetten, Leute aufheben, fressen, zerficken etc. pp. Das kriege ich mit meinem lahmärschigen Panzer, glaube ich, stellenweise nicht so schnell hin. Aber pff, ich rede mir jetzt mit Sicherheit nicht mein liebstes Stück Stahl schlecht, ja. Ist gut. Es wäre eigentlich auch wieder ein richtig stylischer Part im Hinblick auf diese Karte hier. Wenn ich 5 Minuten in Spawn auf meinem Panzer gewartet hätte, ich Spaß, ne? Alter, da ist doch gerade einer runtergerannt. Ist der noch am Leben? Ich glaube nicht, ne? Sonst würdest du da nicht mehr lebend rumlaufen, mein teamtechnischer kleiner Kollege. Da oben geht doch irgendwas vor sich. Häusliche Gewalt oder dergleichen. Das können wir nicht tolerieren. Was war das? Stehe ich nicht. Egal. Interessant. Axel ruft mich an. Hallo. Ja, lol. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Es tut mir leid und weiter geht's im Programm. Geht mir jetzt so ab, Alter. Hab ja gerade voll den Orientierungsriss. Wollt mir da oben schon ein Häuschen einrichten und eine Familie gründen, ne? Kleine Baguette-fressende Kinder. Fahr doch einfach zu Wetten, da kommt noch irgendwas hinterher. Aua, aua, aua. Siehst du, ich wusste doch, dass da noch was kommt. Was war's? Mach ja einfach die Tür zu. Ich wollte gerade sagen. Was passiert? Kommt da noch was nach? Ich weiß ja nicht genau.
Du Hurensohn, ich wollte dieses um die Ecke gucken auschecken, ne? Und da war auch durch mit der Karte. Die einiges an Spaß bringen würde, sollte man da mal einen Panzer bekommen. In der Hinsicht meine Liebste werden könnt. Relativ. Bringt aber schon einiges an Abwechslung mit sich, muss ich sagen. Also die neuen Karten für sich funktionieren, weil es auch echt eine Menge sind irgendwie. Also selbst bei der DLC selbst da irgendwie 6, 7 oder so ein Scheiß gesehen. Was vor allem in Eroberungen neue Maßstäbe in Fülle der Battlefield-DLCs heißen wird. Denn die waren stellenweise relativ auf 4 Karten ausgelegt und damit schon der Konkurrenz weit überlegen, da sie irgendwie 20 mal so groß wie die 4 Karten, was ein Battlefield dann Call of Duty mit sich bringt, sind. Und ja, den Klappgleich kann man da ziehen, Alter. Weil einfach der Entwicklungsaufwand selbst sehr viel größer ist, hier solche Monströsitäten an den Start zu bringen mit ganzer Zerstörungsscheiß, PP-Balancing und so weiter und so fort, als diese kleinen Löcher von Karten, die Call of Duty mit sich bringen. Aber ja, halt ja schon das Maul. Und gucken wir gerade, wo wir Runde so gerissen haben. Leider nicht viel, weil wie gesagt, 5 Minuten wieder im Sporn gechillt. Hab aber wieder eine ganz gute Killrate mitgenommen. Okay, dann packen wir so halt ein. Könnten einen relativen Break dann wieder machen. Relativ. Das hat ruhig funktioniert mit dem Dingens rüberpacken. Ich muss immer am Ende der Runden, Alter, mir meinen Snickers in die Birne knallen, ne? Und auch gerade eine Nachricht mal hier raushauen, was WhatsApp hat hier. Mal schauen, was die Liebste hier so treibt. Ach, Mausilein, ob ich dir wohl Sprachnachrichten schicken kann? Relativ, ne? Kriegst du sicher nicht angehört. Alex mich vorhin angerufen, genau, somit habe ich hier anscheinend auf dem Handy auch nichts groß verpasst. Mal kurz hier wieder auf dem Hauptbildschirm. Und weiter geht's im Programm. Interessant, anscheinend hat mich Dingens jetzt wieder rausgepackt. Ich bin wieder bei Tasty und Co. unterwegs. War alles gut. Dementsprechend weiter, wenn ich bitten darf. Ich hoffe, wir haben die Panzer noch nicht verpasst und ein Battle Pack abgestaubt. Das als kleine Pointe hier noch rein. Sage ich doch nicht nein. Stauben wir denn ab, oh nein. Könnte jetzt vielleicht auch mal gerade Runde mit meinen Jungs gleich zocken gehen. Das Ding hatten wir noch nicht. Ja, dann. Jetzt beitreten, ich bitte drum. Bei 2 Panzer werde ich ja wohl einen von abkriegen, ihr Kackvögel. Nein. Yeah, Baby. Wir machen auf jeden Fall einen Streaming-Break und schauen uns die neue Karte an. Ich habe einen Panzer am Start. Direkter Übergang. Bleibt wieder dran. Ich liebe euch. Und